Bin ich live? Okay, ich bin live. Etwas müde, aber einfach immer noch froh, dass der Tag auch vorbei ist. Muttertag 2022 ist Geschichte und schon ist wieder neues Material für den Blumenladen eingetroffen. Ja, das ist halt einfach so am Sonntagabend. Kommt noch frische Ware rein und ja. Dann muss ich halt einfach dieses Material auch noch schnell einstellen. Ich habe jetzt gerade gemerkt, zum Beispiel bei den Margriten, die waren qualitativ schon nicht mehr so gut. Warum bist du eigentlich da? Ja, genau. Ich habe einfach mir so schon lange überlegt, hey, meine lieben Freunde da draußen. Ja, der Blumenmann, der hat immer wieder so Geschichten, die ich erlebe. Und das heißt, ich erlebe immer wieder, dass ich zu viel Blumen haben. Und wie beim Muttertag auch, da will ich einen vollen Laden haben. Ich überlege mir dann immer, habe ich lieber zu viel oder zu wenig Material? Und meine Frau sagt immer, lieber zu viel als zu wenig. Aber dieses Jahr habe ich auch wieder einfach zu viel. Und jetzt habe ich gemerkt, ja, ich habe so eine coole Community auch in der Schweiz. Es gibt so viele Leute, die sind vielleicht jetzt traurig, sie sind enttäuscht, was sie bekommen haben. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich doch einfach ein Formular. Und es gibt eine beschränkte Anzahl, ich denke mal so 5 bis 10 Sachen, die ich da noch zusammenstellen kann für euch mit frischer Ware. Aber ich denke mal, die nächsten 2 Tage wird es im Blumenladen vom Blumenmann etwas ruhiger. Also kann ich die Ware, die ich heute, gestern nicht verkauft habe, euch zu einem ganz günstigen Tarif verkaufen. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, hey, wow, Blumenmann, ich wollte schon lange mal was von dir zu einem reduzierten Preis. Ich sag mal, ich gebe so 20 bis 50% Rabatt auf meine Ware, wo wirklich noch frisch ist, und die wird dann am Montag versendet. Und wenn du sagst, nein, meine Kinder waren da, ich habe selber was gekauft, aber ich finde die Idee vom Anti-Food Waste mega, mega cool, dann, ja dann drückst du einfach auf den Link jetzt da, wo unten oben oder irgendwo steht, wo du ein, ich sag mal, reduziertes Blumenpaket bestellen kannst. Und dort ist es auch noch ein Link, wo du dich anmelden kannst für den WhatsApp-Broadcast, wo du immer informiert wirst, wenn ich mal was zu viel habe. Und das wird immer verschickt und es wird immer kostengünstig verschickt. Das heißt, ich gebe da wirklich immer einen super Preis. Vor kurzem habe ich mal für 23 Schweizer Franken 9 wunderschöne lange Rosen vertickt. Ja, es lohnt sich sicher, wenn du dort reinkommst in diesen Blumenmann-Broadcast, wo du profitieren kannst. Profitieren, das darfst du, weil ich glücklich bin, wenn meine Blumen weggehen. Du profitierst, weil du mir gerne zuschaust und ich hoffe einfach, dass du immer wieder Spaß bekommst hier zum Zuschauen. Also drückst du jetzt auf den Link, schaust mal rein, ob dir das Angebot passt. Es sind einfach Überraschungssachen. Du kannst ein wenig auswählen, aber es ist eigentlich Überraschung, was du dann kaufst und bekommst. Und ob du sagst, nein, ich habe schon ganz viele Blumen, also Blumenmann, ich nehme einfach gerne mal den WhatsApp-Broadcast und lass mich überraschen, wann das nächste spannende Angebot vom Blumenmann kommt. Okay, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Muttertag erlebt. Meiner war gut, aber ich habe zu viele Blumen und das gehört halt auch dazu. Ja, ich hoffe, ich kann dich oder dich oder dich oder dich oder dich überraschen mit was Schönem, Blumigem aus dem Blumenladen vom Blumenmann. Tschüss und weg, sag ich dann. Let's do it.